Hallo zusammen, wir schauen uns nun das nächste Anwendungsbeispiel zu den Mischungsaufgaben an. In diesem Fall ein Beispiel auf zwei Videos aufgeteilt. Aufgabenstellung A hier, Aufgabenstellung B im nächsten Video. Für einen chemischen Versuch muss 30%ige Schwefelsäure mit 80%iger Schwefelsäure im Verhältnis 7 zu 3 gemischt werden. Wie viel Liter je Sorte benötigt man? Für insgesamt 32 Liter. Das heißt, wir haben ein Verhältnis gegeben und wollen wissen, wie viel Liter der Sorte A und wie viel Liter der Sorte B benötigen wir für diesen Versuch. Wir arbeiten über das Verhältnis. Verhältnis 7 zu 3 bedeutet, ich habe 7 Teile von der Sorte A, das wäre 30%ige Schwefelsäure, und 3 Teile von der Sorte B, das wäre die 80%ige Schwefelsäure. Jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Teile habe ich insgesamt. Das ist hier ganz klar. Wir haben 10 Teile. Okay? Wir wissen, wir haben insgesamt 32 Liter und wir teilen die 32 Liter auf 10 Teile auf. Das heißt, wir dividieren durch 10, da braucht man nicht einmal einen Taschenrechner. Wir können gleich direkt sagen, ein Teil ist gleich 3,2 Liter. 3,2 Liter. Okay? Sorte A sind 7 Teile. Also muss ich 7 mal 3,2 rechnen, ein Teil 3,2 Liter und wir wollen 7 Teile aus dem Verhältnis haben. Das sind 22,4 Liter von der 30%igen Schwefelsäure werden gebraucht. Sorte B sind 3 Teile. Also muss ich 3 mal 3,2 Liter rechnen. Ergibt dann 9,6 Liter von der 80%igen Schwefelsäure. Und als Probe könnte ich natürlich jetzt wieder addieren, die 22,4 und die 9,6 und es müsste natürlich wieder als Ergebnis 32 Liter herauskommen, was natürlich auch stimmt. 22,4 plus 9,6 ergibt 32 Liter. Das heißt, wir haben jetzt einmal im ersten Fall aufgeteilt, wir brauchen so viel Liter 30%ige Schwefelsäure und so viel Liter 80%ige Schwefelsäure, weil wir das Verhältnis kannten. 7 zu 3 bedeutet 10 Teile, einen Teil ausrechnen und dann immer multiplizieren. Hier haben wir quasi wieder unsere 10 Teile insgesamt. Alles klar? Fortsetzung B, nächstes Video.